Stefan. Normalerweise, Sie stellen nicht auf, wenn ich zu einer Probe komme, aber das ist nur, weil Sie da sind. Ich will kommen zu diesem dritten Close-up, dieser meiner anatomische Abend, wo ich ein bisschen dissecting diese Stücke für Ihnen. Und heute Abend haben wir ein Stück, das meiner kühler, verhaltener englischer Herz sehr nahe liegt. Dieses wunderschöne Stück von Elgar. Die Enigma-Variationen. Und heute Abend werde ich ein bisschen anders als vorher auch ein bisschen erklären über das Werk und was das wirklich bedeutet. Weil das ist natürlich auch von Orchester sehr interessant zu wissen, was die Musik wirklich der Komponist bedeutet hat, als er das komponiert hat. Und in diesem Fall, Elgar war sehr klar. Er hat einen Freundeskreis von Leuten in the West Country, in der Nähe von Worcester, von sehr viel begabte Leute, Leihmusiker, Architekten, Schriftstellern. Und diese Leute waren sehr nah, sehr wichtig für ihn. Und seine Idee, absolut ohne eine Kommission, gar nichts, war, diese Variationen zu schreiben und diese Leute irgendwie in ihrer kleinen Originalitäten, ihrer kleinen persönlichen Trays irgendwie zu porträtieren. Und das ist eine ungewöhnliche Idee. Die Idee vor ein Variationen mit großes Orchester ist natürlich sehr alt. Das geht zurück in das 17. Jahrhundert schon mit Chaconne und Passacaglien. In den Konzert von Mozart für Klavier gibt es viele Variationen Sätze. Das gleiche für Haydn in seinen langsamen Sätze und Beethoven in seinen Heroiker. Aber die Idee für ein Stück nur mit Variationen für Orchester ist wahrscheinlich Mitte 19. Jahrhundert mit Brahms. Brahms war ein sehr wichtiger Komponist für Edward Elgar. Er war sehr, natürlich sehr nah an ihn, nur dieses Stück ist geschrieben 1898. Und Brahms war ein Lieblingskomponist von ihm, sogar seine zweite Symphonie hat viele Übertöne von der dritten Symphonie, das wir Sonntag gemacht haben. Und was interessant ist, dass die Thema von diesen Variationen, diese eigene Thema, von irgendjemand else komponiert, nur von er, ist mit dem Titel Enigma. Und niemand weiß genau, was dieser Enigma ist. Es war am Anfang nur ein Thema. Und danach hat Leute festgestellt, dass dieses Thema irgendwie ein anderes Thema, also ein Nachklang hat. Bis zum heute weiß man nicht genau, was dieses Thema ist. Aber was ich wollte am Anfang, ist eigentlich erklären, die zwei oder drei Punkte von diesem Thema, dass sie mit den Ohren hören muss, wenn die andere Variationen hören, dass sie eine Idee haben, wie das konstruiert ist. Und ich werde die erste Geige fragen, drei kleine Beispiele zu machen. Und dieses Thema für Orchester geht ohne Stopp in den ersten Variationen. Die erste Variationen ist eigentlich genau wie das Thema. Aber das ist, und die erste Person, die erste Variation ist eine Person, das ist eine Frau, Caroline Alice Elgar. Sie war von einer Klasse ein bisschen höher als er, eine sehr, sehr wichtige Dame für ihn. Sie hat ihn unterstützt in schwierigen Momenten. Und nach ihrem Tod, mitten im Ersten Weltkrieg, hat er kaum etwas geschrieben. Sie war so wichtig. Und was ist interessant, ist, dass die Thema ist genau nur verziert. Ich werde erklären. Können wir die ersten zwei Sätze, nur die erste Geige, die ersten zwei Takte von dem Thema. Und Sie werden merken, Sie hören ein Thema, das geht oben und runter. Und der erste Takt ist ein Rhythmus, in den zweiten Takt ist das Rhythmus inversiert. Und dann Inversion. Das ist ein sehr wichtiges Element. Denn das nächste Element, das Elgar geschrieben sehr wichtig ist, ist, was in den dritten und vierten Takt passiert, wer diese
fallende Phrase. Die vierte Takt, die vierte. So, das wird man oft hören. Die letzte Sache, was sehr wichtig ist, ist die zweite Hälfte von dem Thema. Die Thema ist in drei Teile. Ein erster Teil, ein mittlerer Teil und dann eine Wiederholung von dem ersten Teil. Können wir haben mit den Klarinetten und zweite Geige und erste Geige vier Takte vor eins. Das ist der mittlere Teil. Vier Takte vor eins. Klarinetten, zweite Geige, erste Geige. Das ist sozusagen die drei wichtigen Elemente und er spielt mit diesen Elementen in seinen Variationen. Könnte ich von der ersten Variation haben? Na, das ist, die erste Variation ist seine Frau ist die Thema und ich denke, ich habe heute anders gedacht, möglicherweise die Enigma ist, dass die Thema selbst ist eine Vision von Elga. Elga selbst, er ist die Enigma und seine Frau ist so wichtig, dass er versiert und romantisiert sehr. Okay. Und die wichtige Element am Anfang, wenn diese Thema wieder hört, ist, was die Klarinetten und Fagotten haben zu tun. Das ist eine neue Idee. Können wir haben die dritte Takt von zwei. Klarinetten und Fagotten nur. Dieser Da-Pa-Pa-Pam ist diese, eine total neue Idee, eigentlich interessanterweise, dynamischerweise lauter als alles andere in dieser Stelle.